Peace, hallihallo, liebe Gemeinde des vierrädrigen Sports. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Nicht wundern, ich klinge ein bisschen dumpf. Eine Improvisation, ich nehme über Bluetooth auf. Naja, da ist die Qualität immer nicht so rosig. Ja, wie ihr seht, fahre ich kein Quad mehr. Ich fahre gerade fette 50 Kubik, 3,5 PS, ja, und bewege mich damit aktuell vorwärts, weil ich mein Quad veräußert habe. Was als nächstes kommt, ja, wird man sehen, denke ich. Auf jeden Fall nicht kleiner als das vorherige. Ja. Warum fahre ich jetzt hier durch meine hübsche Stadt Potsdam? Ich bringe für mein Frauchen einen schönen Brief zur Post. Und außerdem wollte ich mal wieder einen Helm überstreifen. Einfach das Gefühl von Freiheit nochmal genießen. Ha, noch mehr abziehen hier. Nicht 50 Kubik. Ja. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Die Chrome Junkies und ATV-Fan 2107. Mal gucken, vielleicht sieht man sich in Texas oder und in Knoblauch. Wir werden mal gucken, wie es so weitergeht. Heute ist Dienstag, am Donnerstag, also übermorgen, werde ich noch eine kleine bis mittlere Anschaffung machen. Für Packfit, falls ich da hin möchte oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Weil ohne Quad weiß ich nicht, ob ich da überhaupt hin will. Ja, tut ja dann doch am Herzen weh, wenn man nicht fahren kann, wenn man kein Quad hat. Aber gut, das werde ich spontan entscheiden. Es geht ja auch mehr oder weniger um die Buddies vor Ort. Ja. So, da vorne sind wir gleich bei der Post. Gucken wir mal, ob ich da einen Parkplatz bekomme. Nanu, Jungs, krieg mal hin. Ja, Fachhochschule ist abgerissen. Kommen jetzt am nächsten wieder schöne Wohnblocks hin. Was ist denn jetzt hier? Kann ich nicht links oder was? Aha. Na siehst du, klappt doch. Na Mensch, Parkplatz vor der Tür. Wir brauchen nämlich noch eine Briefmarke. So, halten wir mal hier straight an. Zack. Oh, Luft. So, kicken wir mal. Das ist der schöne Prof. So. 70 Cent. Brief. Kein Rückgeld, na nu. Mit 10. Machen wir 3 Stück. Habe ich da. Nimm. Ah. Und 10 Cent. Na, du musst die 10 Cent doch nehmen. Meine Güte. Ja, AMG, muss sein. Gib her jetzt hier. Und weg. Gut. So. Dampfer anschmeißen. Genau. So, weiter geht's durch das schöne, verträumte Potsdam. So, Fachhochschule, werden wir gleich nochmal vorbeidüsen. Aber wir biegen jetzt erstmal hier straight rechts ab. Kommt keiner, sehr gut. Ich hoffe, ihr seht doch alles schick. Was ist da los? Nix. Ja. Warum habe ich meinen Quad verkauft? Ja, mehrere Gründe gehabt. Zum einen möchte ich vielleicht größer werden mit Quad. Zum
anderen vielleicht auch ein neueres Modell. Meine Can-Am war ja Baujahr 2007. Und mal gucken, was sich so ergibt. Manchmal kommt doch das eine oder andere Schnäppchen rein, wo man dann spontan mal zuschlagen muss. Oh, ich bin in der Luft hier. So, wo fahren wir jetzt lang? Scheiße. Komm ich denn jetzt? Ja, nicht. Da lang. Humboldtbrücke darf ich nicht. Muss ich rechts fahren. Verdammt. Eine kleine Runde durch PDM drehen hier. Ja. Genau. Mann, das wird voll hier. Dicker Berufsverkehr hier. Ja, der Herr René Dost macht ein neues Restaurant auf in Potsdam. René Dost, vielleicht kennt das jemand, dem jemand nennt sich auch Redo. Ja, René, Re, Dost, D-O, ne? Ey, wir können ja mal links fahren, dann können wir mal die Baustelle ankicken. Komm, das machen wir mal. Zack. Gucken, was sie mit der Fachhochschule gemacht haben. Komplett auseinandergefetzt, das Ding. Meine Güte. Seitdem ich in Potsdam lebe, kenne ich diesen Bau. Mal gucken. Eieiei. Watch-Lokal, was ist das denn? Securita. Das sieht ja aus hier. So, ihr seht das alles. Hier ist einfach nichts. Tja, es war einmal eine Fachhochschule. Nichts mehr davon da, außer ein Hauptstadt. Ist ja verrückt. Meine Güte. Und die Kirche schon wieder am Bauen. So. Zurückknallen. Zack. Ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, beherrschen Land Brandenburg und Berlin überall die Waldbrände aktuell, die News. Ja, hier brennt es und geht hier richtig ab. Fichtenwalde hat sehr viel zu Probleme mit Waldbrände. Beelitz, ja, überall brennt es, weil es einfach so trocken ist. Es hat so lange nicht geregnet. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild gesehen habt. Europa von oben im Juni, ja, und einen Monat später im Juli. Wenn ihr diese Bilder mal gesehen habt, dann seht ihr, im Juni ist Europa noch schön grün. Und im Juli, ja, wo ich auch Geburtstag habe, deswegen mein Kanalname, da ist Europa richtig ausgegraut. Und alles ist so pupstrocken, dass wirklich ein kleinster Funke ausreicht, um die Welt hier anzuzünden. Ja, so ist es passiert in Beelitz. Aktuell, jetzt, heute, Stand von vor 3 Stunden, brennt es in Jüterbog, da wo Truppenübungsplatz und sowas alles ist. Aber die Feuerwehr kann da nicht löschen, weil dort noch Munition liegt. Bedeutet, Feuerwehr fährt aufs Feld, wir löschen und es macht Boom. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen stehen sie da, gucken und passen auf, dass ringsherum keine Häuser und Co. abbrennen. Ja. Und das machen die Leute sehr, sehr gut. Ich habe auch 2 Leute, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Jungs, toller Job, die er da macht. Und mit den Gedanken bin ich auf jeden Fall bei euch. Weil es ist ein Scheißjob. Ja. So, Audi, was ist los? Rechts ist ja. Komm. Was ist der denn da? Ja. Scheiß Situation gerade hier, Land Brandenburg. Und wenn man sich jetzt fortsetzt, mit einem schönen warmen Auspuff über
Stock und Stein oder Stromtrasse oder was weiß ich fahren würde, was wir ja nie machen, ja, dann könnte ein kleiner Funken ausreichen, um einen Brand zu verursachen. Ja. Dementsprechend fällt diesen Sommer das Fortfahren sehr mager aus. Deswegen auch Entschuldigung an dieser Stelle, dass wenig Videos gerade kommen. Aber ihr habt ja als Puffer dieses Video hier. Auch wenn ich nicht gerade zum Quatschen geboren bin. Aber schaltet einfach auf stumm. Guckt euch Potsdam an. Ich meine, mit einem Roller kann ich hier nicht gerade umherballern. Deswegen ist es vielleicht auch mal ganz entspannt, Potsdam bei Nacht zu sehen. Oder Dämmerung. Ja. So, die Ampel ist auch lustig. Alle denken, man hat rot, aber ich will ja geradeaus. Das habe ich grün. Also fahre ich. So, was ist hier los? Mal nach rechts abstreichen. 50 Kubik und überholt. Den krieg ich auch noch. Oh, ist ja rot. Dann. Ach, Mist. Ich muss dringend meine Bremse nachziehen hier. Die ist schon ganz schön. Kann ich schon fast bis zum Griff ranziehen. So, oh, jetzt hier los hier, ein Battle. Haha, 50 Kubik, Mäuschen, los! Eieiei! Scheiße! Nein! Scheiße. Ich glaube, die hat doch 60 Kubik. Na gut. Ja, mein Roller ist nicht getuned, nix. Der fährt GPS genauso wie zugelassen. Ja, dementsprechend kann ich hier Vollgas geben, bis mir die Hand abfällt. Ich kann einfach nicht schneller fahren, als überhaupt geht. Deswegen werde ich auch immer überholt. Aber ist nicht schlimm. So ist mal gewesen, völlig legal auf der Straße unterwegs. Ja. Hier haben sie neulich auch eine Bombe gefunden. Hier beim ehemaligen Straßendepot, Straßenbahndepot. Da haben sie nämlich dieses Gebäude hier vorne weggerissen. Und da haben sie auch eine Fliegerbombe, 250 Kilogramm gefunden. Und die musste sogar gesprengt werden, weil sie die nicht entschärfen konnten. Da mussten sehr, sehr viele Leute ihre Häuser verlassen. Ich kann ja mal da hinfahren, dann können wir mal kurz mal gucken. Eleganten Turn machen hier. Eieiei. Zack. So. Gucken wir mal, was da los ist. Stand zwar zwei, drei Autos. Zack. Handballverband. Da will ich hin. Genau. So. Hier sieht man, wie dieses Gebäude mal stand. Da vorne. Denn hier überhaupt los? Riesen Parkplatz hier. Ja, hier werden wieder massig Wohnungen entstehen, würde ich einfach mal so behaupten. Sieht jedenfalls stark danach aus. Die Messungsstäbe sind schon abgesteckt, Grundstücksgrößen. Eigentlich eine ideale Strecke für Kott. Aber der Zaun hindert einen. Naja. So. Nimmt man da überhaupt noch auf? Ja, super. Na nun, Kollege, lass mich mal durch. So ist nämlich gut. Was ist denn nun los? Na toll. Ich hoffe, da ist jetzt keine Polizei. Hops, hops. Zack. So. Dann fahren wir mal kurz nach Babelsberg und dann werden wir wieder Richtung Hauptbahnhof düsen. Zwar nicht hier lang, aber eine andere Strecke. Burger King Lieferservice! Ja! Na gut, ich esse ja sowas nicht mehr. Oh. McDonald's.
Burger King, das ist so Zeug, was ich nicht mehr esse. So. Hier vorne der berühmt bekannte Blitzer. Ich schau mal hier kurz rüber. Den sollte eigentlich jeder Potsdamer kennen. Ja, hier, genau. Was ist denn jetzt hier? Muss ich mit dem Roller überholen? Das ist ja peinlich. Eieiei. So. Jetzt muss ich hier links, Kollege. Tja. Gut gemacht. 46 hier lang geschmettert, wa? Tolle Ehe. Naja. Aber glücklicherweise noch rot geschafft. So. DHL. Danke für eure Arbeit, Jungs. Wegen euch bekomme ich immer meine schöne Ware. Ja. Ja, am Donnerstag werde ich meine kleine mittlere Anschaffung abholen. Wow. Dann mal gucken. Ja. Hier vorne Waldcafé. Restaurant. Da kann man sowas von lecker essen. Ja. Die Jungs machen das schon gefühlte 30 Jahre. Was ist denn jetzt hier? Ey, meine Güte. Gefühlte 30 Jahre führen die dieses Restaurant. Und Chefchen kocht so lecker. Ja. Kostet zwar, ich sag mal, ein Schnitzel mit Bratkartoffeln und einen schönen Gurkensalat dazu. Kostet um die 16, 18 Euro. Aber Jungs, wenn ihr satt werden wollt, beziehungsweise wirklich richtig schöne Hausmannskost essen wollt, Waldcafé Potsdam, absolute Empfehlung. Einfach mal absteigen, ja, Parkplätze direkt vor der Tür und dann geht's los mit der Speisen. Der fährt sich was zusammen, der Typ hier, ist ja nicht normal. Meine Güte. So, hopp. Guck mal, der fährt langsam, weiß ich. Ja? Gibt's doch nicht. Bin also doch wieder recht überholen hier. Peinlich. Ja, du bist voll auf Cam. Grüß mal die Leute. Ja. Ihhh, alles grün. So, jetzt fahren wir mal hier kurz Richtung Burger King. Ist mal grün. Ah, schaffe ich. Vollgas. Ja, ja, liegt hier neben mit 50 Kubik an. Zack. Ah, 49 Kubik. Ha, sind wir mal ehrlich. Der geht der 50. Da ist der Burger King Lieferservice. Ja, kann er wohl auch nicht schneller fahren als ich mit meiner. Ja. Ha? Ah, ja, klar. So. Ja, ja, komm, gib Gas. So ist schön. Ja. So, okay. Jetzt sind wir hier im wunderbaren, schönen Babelsberg. Ah, hier, Polo. Sehr gutes Geschäft. Super Beratung. Geile Preise. Immer ein Stopp wert. Was sei dazu jetzt? Ist schon nämlich 20 Uhr durch, Herr Röhrig. Ja, ja. So, dann werde ich hier mal einen schönen Stopp machen. Zack. Zack, hopps, so. Okay, Jungs. Einen kleinen Break.